Wenn Markus Stamm im Wasser landet, dann hat das einen ganz besonderen Grund, denn Spandau ist jetzt Meister! Die Wasserfreundinnen siegen souverän im zweiten Spiel der Best-of-3-Serie mit 18:9 gegen den SV Bayer Uerdingen und setzen sich damit zum insgesamt dritten Mal nach 2019 und 2021 die Krone auf. Wir haben von vorne bis hinten wieder gezeigt, was in uns steckt, und wir haben unsere Stärken einfach ausgespielt und ja, einfach verdient gewonnen. Wir sind alle super happy. Das erste Spiel der Serie hatte Berlin in den dunklen Kappen zuvor mit 12:8 gewonnen. Und schon in den ersten Spielminuten zeigt sich erneut die Stärke der Spandauerin. Gesa Deike netzt in der sechsten Spielminute zum 3:1. Ihre Schwester Ira baut die Führung der favorisierten Berlinerin im zweiten Viertel weiter aus. Das Ergebnis, das 7:3 und erstmals ein Vorsprung von 4 Toren. Zwar kommen die Uerdingerinnen bis zur Halbzeit durch den Treffer von Sinja Plotz nochmal auf 7:5 ran, doch es ist schwierig, das Spiel zu drehen, wenn die Titelverteidigerinnen einmal ihr Ziel vor Auge haben. Wir wussten, dass wir die stärkere Mannschaft sind und dass wir abliefern. Wir sind mit Kampfgeist geschlossen als Team reingegangen und dementsprechend haben wir es auch nicht in Frage gestellt, dass das der Sieg ist. Aber wir wussten, wir müssen konzentriert sein, fokussiert, und dann wird es kein Problem sein. Auch in der zweiten Hälfte demonstrieren die Spandauerinnen ihre Extraklasse. Nele Zellmer legt nochmal nach und trifft in der 22. Spielminute zum 12:7. Die Uerdingerinnen nun weit abgeschlagen. Kapitänin Belén Fosseberg trifft 3 Sekunden vor Schluss noch zum Endstand von 18:9 und macht somit die Titelverteidigung in der Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg perfekt. Mit dem Pokalsieg im vergangenen Monat schließen die Spandauerinnen ihre Saison also mit dem Double ab. Und die Pläne für die Zukunft sehen ebenfalls vielversprechend aus. Wir wollen auf jeden Fall wieder Europapokal spielen, wollen international spielen, wollen in der Bundesliga natürlich das Double verteidigen und weiterhin zeigen, was wir können und uns immer weiterentwickeln. Bis dahin ist allerdings noch ein bisschen Zeit. Für die Nationalspielerinnen geht es vorher erst einmal noch zur Europameisterschaft nach Kroatien. Jetzt wird aber erstmal ausgiebig gefeiert. Und wenn es bei den Wasserfreundinnen so weitergeht wie diese Saison, ist es sehr wahrscheinlich, dass Markus Stamm nicht das letzte Mal im Becken gelandet ist.